Zombie-Villager. Und hier brauchen wir wieder ein Boot. Hm, na gut. Aua, wo kam das her? Dann brauchen wir halt kein Boot. So. Dann bauen wir jetzt ein Boot. Und zwar müsste es doch rein theoretisch... unter Einsatz meines Schweinefleisches... So. Unter Einsatz meines Schweinefleisches habe ich dann jetzt ein Boot gecraftet. Und dann sollten wir die letzten 1400 Meter schnell hinbekommen und Alter, 8000 Meter zurückgelegt gleich. Sweet Home, ich bin wieder da. Endlich. Und ich mache mal eine Rundreise um die Insel, weil durch den Dschungel, ehrlich, möchte ich jetzt wirklich nicht. Ach, das ist so ein... Ach so. Okay, dann müssen wir halt wohl nochmal durch den Dschungel durch. Es wird ein Spaß. Juhu! Merkt ihr, wie ich meine Motivation einfach kaum bremsen kann? Ich sag ja, die Rückreise ist immer das Schlimmste. Ah, ist gar kein Dschungel, das ist nur der Anfang vom Dschungel. Der Anfang vom Ende, nein! Oh mein Gott, ey, wenn ich einfach... Ich habe so Bock auf Silence, ey. Ich will endlich, dass das Spiel rauskommt. Noch einen halben Monat endlich und dann... Ich muss es mir nachher gleich mal vorbestellen, dass ich es mir dann, dass ich dann gleich habe. Ich würde so gern fragen, ob ich es eventuell early haben kann, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Da bin ich auf jeden Fall nicht famous genug. Wow! Jetzt reicht's aber. So haben wir nicht gewettet. Da bin ich auf jeden Fall nicht famous genug. Hallo, Kuh, stopp. Gib mir dein Leder und dein Essen. Ich brauch sowieso für Bücher nachher. Aber der Kühe sind irgendwie sinnvoll, die zu töten, weil... Die geben Fleisch, das bringt genauso viel wie das normale. Aber zudem kriegst du noch Leder. Stop kill pigs, kill cows. Da gab's ja mal... Das fand ich so geil. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Vor einem halben Jahr oder so war das. Da hat Machinima Animations auf YouTube ja Kanalwerbung gemacht. Und da gibt es ja dieses eine Video, wo so ein Film dargestellt wird, wie so eine Kuh getötet wird. Wie so eine Kuh getötet wird und... Wow. Kleiner Mann! Also, was ich gerade sagen wollte, da gab es eine Animation, wo ja so eine... Ich laufe halt rum. Super. Da gab es so eine Animation, wo eine Kuh getötet wurde, wo ein Schwein getötet wurde. Und dann kam so, Stop, Kill, Pigs, Kill, Cows. Und ich fand es einfach so cute. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, um... Es hat er sicherlich gemacht, um seine Animation da ein bisschen in den Vordergrund zu bringen, um da... einfach zu zeigen, Leute, hier bin ich, guck mal meine Animation an. Aber ich fand es so geil gemacht einfach, dass das als Werbung kam. Du saßt echt da und hast gedacht, was? Das als Werbung? Das war echt... War ich begeistert. Ich muss sagen, da war ich echt begeistert. Jetzt wollen wir mal ganz kurz... Jetzt kommen wir nicht sterben. Wegen dieser Sache. So, hier... So. Und los geht's. Gekommen habe ich da natürlich nicht. So. Ich weiß nicht, ob ein Boot eventuell Leben hat, kann ich gar nicht sagen. Kann gut sein, dass ein Boot Leben hat und dass das irgendwann weg ist. Ja, jetzt ist es zum Beispiel weg. 5 Seerosenblätter. Können wir mal austesten. Wenn ich mal vergessen sollte, schreibt es mal in die Kommentare. Danke, du wolltest da austesten, man, die großen Wetter, mit Boot kaputt machen. Und dann sage ich dann 500 Mal, ja, jetzt gerade nicht, und irgendwann denke ich mir dann so, das muss ich dann auch. Die Mucke passt doch gerade voll gut.
so überhaupt nicht aufbrausend oder so. Wenn es weiter so geht, tut mir den ganzen Biom, da kriegt man wirklich noch unseren Stack voll. Mit großen Blättern, ich glaub's, aber ich könnte ihn jetzt voll machen, wenn ich wollte, aber sind wir mal ehrlich. Deswegen. Wisst ihr Bescheid. Ist auch nicht so, dass ich jetzt von Seerosenblatt zu Seerosenblatt schwimme, weil ich mir denke, ey, cool, ein Stack wäre schon schön. Nee, das ist Zufall. Ich schwimme immer zickzack im Wasser. Das, habe ich schon als kleines Kind, habe ich das beigelernt bekommen, wenn du im Zickzack bist, schwimm immer Wasser, genau. Also, wenn ihr im Zickzack mal seid, dann schwimmt immer Wasser, das ist, ist traumhaft heute. Und ich muss da noch mehr aufnehmen, das wird ja super heute, also da habe ich mir was vorgenommen. Da oben ist ein Enderman, da muss ich noch mal gucken, ob ich nach dem Neustart die Cute Mod Mobbles Event... Alter. Mobble, ich bin schon so ein Mobbelchen hier. Muss ich mal gucken, ob ich die eventuell rauskriege. Und da hinten sehe ich unsere Gegend endlich. Oh. Autsch, 500 Meter noch, dann haben wir es geschafft. Ach, und wir kommen von der Seite an. Ach so. Interessant. Optionen, Shader. Und schon sieht's viel geiler aus. Mir geht gerade die Sonne auf. Das sieht doch episch aus. Was wird das denn jetzt? Lol. Ich glaube, da haben wir gerade, weil wenn die Sonne nicht reinscheint, dann scheint das so ein kleiner Bug am Wasser zu sein, dass du dann alles verpixelt siehst. Es klärt sich langsam. Lol. Guck mal, ich verpixel dich alles sehr. Pixelig? Anders pixelig. Pixelig? Anders pixelig. Pixelig? Anders pixelig. Pixelig? Anders pixelig. Pixelig? Okay, ich lasse das jetzt noch. Es tut mir leid. La 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 la. Dann müsste man ja theoretisch in der Nähe vom... Abbaustrand sein. Oh, ich habe gerade überlegt, ob ich... Ich habe gerade überlegt, ob ich das Wort Kronk jetzt benutze, ne? Es ist ja immer so, man möchte natürlich im Let's Play jetzt schon mal auf sowas eingehen, wenn man sowas sieht oder so, kann man das ja ruhig mal machen. Aber man will natürlich die ganze Zeit über den einen oder anderen Let's Player reden. Es ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen komisch. Und jetzt ist es nicht mehr wirklich, siehst du? Aber was ich da letztens gesehen habe, ich muss mich einfach so wegschmeißen. Hier mal das Zeichen hier so. Denkmal für den großen Dr. Gregor Onk von Ramme. Danke und hoffentlich geht's bald weiter. Oh, cool. Wo habe ich hier nicht angefangen abzuernten? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen strange bin. Da habe ich einen gesehen und ich musste einfach so feiern. Tut mir leid. Es war einfach so witzig. Da hat der... das war so einer dieser typischen Leute. Hochgestylte Haare und so halte ich sowieso nicht viel von. Falls du jetzt hochgestylte Haare haben solltest, dann ist es nicht persönlich gegen dich gemeint, aber es ist so meistens so dieses Klischee, was da genau reinpasst. Oh, unser Strahl. Auf jeden Fall hat der unter seinem Video geschrieben, so, ja, hier, gut gemacht, ich habe selber mal sowas ausgetestet, bla bla bla. Und dann habe ich dann nur so gesehen, ja, du machst gute Videos, ich guck mal bei dir, ich gebe dir ein Abo, hat der eine zu dem geschrieben. Und da dachte ich mir, okay, weißt du, guckst du mal ganz kurz, wie das der Typ jetzt für Videos macht, vielleicht sind sie ja wirklich ganz cool. Und dass ich da gesehen habe, wirklich exakt jedes Let's Play, so wie es Kronk gemacht hat, nachkopiert. Genau dieselbe Folgenbeschreibung gegeben bei jedem Let's Play. Auch mit Sternchen und so, alles komplett nachgemacht. Auch dieselben Titelbeschreibungen und alles drinne genau nachgemacht und so. Und eher so nur, ja, die Let's Plays sind noch im Ausbau. Alter, das war das...
sowas Dreistes. Sowas. Ey, sieht. Cool, da ist er. Da ist er ja. Weißt du, sowas kacken. Das haut natürlich nicht mehr ganz hin. Sowas kacken Dreistes. Sich dahin zu stellen. Sieht jetzt alles ein bisschen strange aus mit dem neuen Texture Pack, aber passt schon. Sich dahin zu stellen, das, was andere sich jahrelang erarbeitet haben, einfach komplett zu kopieren und dann damit Abos einzufahren. Boah, da war ich echt, da habe ich echt so gedacht, was für ein Spaß. Ich meine, wenn man, sag mal, wenn man anfängt, ich habe es ja selber auch so gemacht, wenn man anfängt, sollte man sich schon an guten Let's Playern orientieren. Das liegt einfach ganz einfach daran, die Leute haben es halt einfach richtig gemacht und man sollte sich schon, gerade wenn man neu ist, muss man sich einfach mal gucken, wie funktioniert es denn genau, was sollte ich beachten und so. Da kann man das machen. Also nicht komplett kopieren, aber man sollte einfach mal gucken, wie kommentiert der, wie kommentiere ich, kann ich mir da was abgucken. Das ist ja vollkommen human, vollkommen, da hat auch keiner was dagegen. Und ich habe es auch so gemacht und habe dann halt einfach irgendwann gesagt, okay gut, hat mir geholfen, jetzt habe ich meinen eigenen Stil entdeckt, wie ich es mache und es geht so weiter. Aber sowas. Ich, mir ist echt die Sprache weggeblieben. Du kamst dir vor, wie auf einem minderwertigen Gronkh-Kanal einfach nur. Es war einfach nur ein minderwertiger Gronkh-Kanal. Was anderes kannst du nicht sagen. Mehr war es nicht. So irgendwie so ein Abklatsch davon. Naja. Nicht aufregen, ganz ruhig. Ich reg mich nicht auf. Was? Das sieht es cool. Ich glaube, das ist von Satinas Ketten müsste das sein, oder? Du Noob, das ist doch was ganz anderes. Hier haben wir jetzt die Glücksaxt. Dann würde ich mal ganz kurz, wenn wir einmal dabei... Ach, Gold haben wir auch noch zum Schmelzen. Dann smelte ich mal kurz noch das Gold. Wenn wir einmal dabei sind, dann würde ich jetzt einfach mal das läppische Lazuli. Ja, super, das war die falsche. Super, dann haben wir das schon mal gemacht. Das kommt dann hier oben mit rein. Was haben wir da? Ach, das ist ein Diamantblock. Alter, wie viele haben wir bitte davon? Ist es gerade... Das ist jetzt gerade... Ah, nee, da. Da ist noch einer. Der ist noch nicht ganz voll. Ich gehe gleich noch eine Weile. Da können wir den erst auch mal ganz kurz wegmachen. Das sollte jetzt nicht schaden. Fünf Stück kriegt man weg. Ich gucke erstmal hier. Machen wir erstmal hier. Das sind jetzt 6 Stück gewesen und wir haben rausbekommen 18, das Dreifache. Und bei Diamanten. Neun. Das ist jetzt leider nicht ganz so viel geworden. Aber nicht schlecht. Damals 15. Ja, das ist eigentlich ziemlich wenig gewesen jetzt sogar. Ist aber Glück 3, gell? Ja, ist Glück 3. Schade eigentlich. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt Effizienz und Behutsamkeit. Wir haben jetzt hier, müssen wir mal gucken, dass wir das eventuell mit den... Dann nehme ich mir gleich die Diamanten mal mit, die wir jetzt gesammelt haben. Und dann smoothen wir mal da runter. Und schauen mal, ob wir da eventuell... Ach ja, Honig bei Texturen. Wie schön. Quatsch, wir müssen ja nicht hier runter. Wir müssen ja hier oben hin und gucken, ob wir das reparieren können. So, da kommt nämlich hier der hin. Dann kommen... 1, 2. Da braucht man Level 29 für, um die Fass zu reparieren. Und für diese Effizienz-Behutsamkeits-Axt bräuchten wir... auch 29 Level, um die Fass zu reparieren. Und das werden wahrscheinlich auch die einzigsten Reparaturen sein, die wir mit den Äxten machen können. Heck, Fack und Äxten, ich weiß nicht mehr. Deswegen... Ich glaube, ich brauche dann noch so eine Special-Truhe für alles, was wirklich wichtig ist. Oder ich pack's mir hier rein, das kann man natürlich auch machen. Auch Effizienz 1 Haltbarkeit ist wirklich nicht wichtig, das ist egal. Wir haben den Eidespeed natürlich jetzt noch. Kleinen Moment, da werde ich mir jetzt einfach mal... Das da kommt weg, das da kommt weg. Das ist unser Superbogen, das. Das sind so die wichtigen Dinge, die wir auf jeden Fall noch brauchen werden. Wir gucken auch gleich mal, wie viele
wie viele wir uns jetzt von machen können. Deutsch Best of Ever. What the fuck? Glück 1, Effizienz 3. Das ist natürlich jetzt nicht so gut wie das. Da kann ich die echt benutzen, dann brauche ich die nicht wegtun. Dann nutze ich die einfach, bis sie kaputt ist. Jetzt muss ich mir erstmal was zu essen reinknopfen, das geht sonst gar nicht. Und da machen wir mal ganz kurz... Ich will... Obwohl, ich mach... Nee, ich mach daraus jetzt, glaube ich, lieber solche Dinger. Ich finde die echt geil. Ich weiß nicht, warum. Ich feiere die. Ich feiere die einfach. So. Deswegen mache ich mir das einfach mal komplett so, wie es hier ist. ...33 Stück, und dann gucken wir mal ganz, nehme ich mir trotzdem vorher was zu essen mit. Diesmal die Diamanten tun wir jetzt wieder hier rein. Das Zeug brennt ja gerade noch. Achso, wir haben ja... Ne, warte mal, wenn wir das fertig gebrannt haben, sollten wir ja eigentlich... ...fast unser Level 29 schaffen, oder? Na, nicht ganz. Jetzt habe ich natürlich eine Menge Ideen, was ich bauen könnte. Ofenkartoffeln haben wir hier. Super, das genau das brauche ich. So. Wir müssen dann auf jeden Fall mal konsequent durch unsere Felder durchhexeln. So. Und jetzt mache ich mir nämlich ganz einfach mal hier 10 Stück. Plus 2. Und dann gehen wir hier hoch. Lalalala, so. Und dann klappen wir mal das mal ab. Und dann haben wir jetzt natürlich hier die 3. Dann können wir das Edelding hier mal wieder draufpacken. Das sollte gleich loslegen. Wir wollen natürlich Eile haben und packen uns den hier dann, obwohl den packen wir noch nicht rein. So, und dann machen wir jetzt den zweiten Schritt und fangen an. Und fangen an, hier unten drunter jetzt auszubauen. Da müssen wir natürlich immer eins weiter rausgehen. Diese Platz hier, falls wir das wirklich woanders hinbauen sollten, dann die Pyramide, können wir dann gerne auch irgendwie wieder zumachen. Das ist ja kein Problem.